Moin Leute, herzlich willkommen zu einem nächsten Video hier auf diesem Kanal. Heute werden wir diesen wunderschönen Opel, keine Ahnung was, ein bisschen tun. Nein. Heute kommen die C63 Federn. Genau. KW-Gewindefedern. Genau. Und die liegen auch schon bereit, sind auch schon in der Werkstatt. Kommt mal mit hier. Ja, in die Heiligen Hallen. Ne? So. Wir haben uns mal einen schönen Ort gemacht. Wo sind wir eigentlich? Irgendwo am Arschheim. Aber überall haben wir nicht mal ein Netz. Okay. Also schöne Anlagen, guck mal, der C63 hier auf dem Hof. Jo, haben wir schön um die Ecke hier rumgefahren. Pferde liegen auch schon bereit. Müssen wir ein bisschen gucken, wie jetzt hier was passt. Also welche Pferde nach vorne kommen, welche nach hinten kommen. Ja, guck mal, müssen das hier ein bisschen zusammenpuzzeln nochmal, ne? Sag mal, hast du was eigentlich schon mal gemacht? Nö, habe ich noch nicht gemacht. Aber wir haben schon mal Pferd Fahrwerk gewechselt bei seinem Benin-Bildstein-Fahrwerk. Von daher wissen wir so ein bisschen, wie da der Hase hoppelt. Auf jeden Fall, ich würde sagen, nicht viel schnacken, sondern mal hier in die Tasten hauen. Und jetzt kriege ich ein paar Aufnahmen vom Einbau. So Leute, wir haben es jetzt schon ein paar Tage später. Wir sind jetzt hier in Oldenburg und ja, uns leider beim Videodreh auch noch der Handy-Akku leer gegangen, zusätzlich zu dem GoPro-Akku. War alles komplett lost an dem Tag, sind alles komplett schiefgelaufen, irgendwie was schiefgelaufen konnte. Genau, das Fahrwerk ist auf jeden Fall drin, hat soweit alles geklappt. Wir müssen noch die richtige Höhe einmal einstellen. Wir haben auch noch andere Spurplatten, weil er so noch ein bisschen schleift. Und dann ist der Wagen sozusagen demnächst auch fertig für den TÜV, weil die tragen hier genau die Höhe ein, die man dann sozusagen... Wie er gerade dasteht beim TÜV. Kann man noch dazu sagen? Ich habe jetzt hier, komm, wir zeigen mal, was wir gekauft haben. Wagen hier mal gekauft, weil ich hatte keinen mehr. Dann haben wir hier schöne Spurplatten von H&R, 13er vorne und hinten. Aktuell habe ich drauf hinten 15. Und vorne 12, aber hinten steht er ein bisschen weit raus, dass er ein bisschen schleift irgendwie hier an diesen Dingern. Und ich glaube, TÜV sagt auch Sense. Und vorne ist er ein bisschen zu weit drin. Da ziehen wir ihn jetzt nochmal mit den 13ern ein bisschen raus. Bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. Und an dem Tag, wo wir das Ganze eingebaut haben, hatten wir auch keinen KW-Schlüssel dabei. Den habe ich mir jetzt nochmal besorgt, den zum Einstellen. Wir hatten uns da provisorisch so ein Werkzeug gebastelt. Ja, zeig mal her, das ist von so einer hier... Silikontube. Eine Silikontube. Damit haben wir das ein bisschen eingestellt bekommen. Hingebogen und dann ging das auch. Aber jetzt haben wir hier von TH Technics. Super. Habe ich jetzt so einen Schlüssel bestellt, dass wir es vernünftig einstellen können jetzt einmal. Und dann machen wir die Spurplatten ran und machen jetzt die finale Einstellung, weil das Ganze setzt sich auch immer noch. Ich bin schon ein bisschen gefahren mit dem Wagen. Stellen wir jetzt ein, morgen wieder zum Spurvermessen. Und ich würde sagen, wir packen jetzt hier den Wagen ja mal aus, oder? Zollstock auch mal auf. Dann kommt der Test, ob der Schlüssel von TH Technics auch passt beim KW. Weiß ich nicht ganz genau. Ansonsten haben wir unseren improvisierten. Lars hat gesagt, man kann jeden Schlüssel im Internet machen. Lars, wenn du das siehst und das passt nicht, dann ist scheiße. Ja. Aber dann habe ich hier einen guten Go-On-Wagenheber gekauft. Die Frau hat auch gesagt, ich kann den wieder umtauschen, solange der Original verpackt ist. Falls meine Freundin nicht gefällt. Ja, ich habe gesagt, ich kaufe den für meine Freundin. Ne? Die braucht mal einen Wagenheber für ihren pinken 63er. Ne? So, ich versuche es mal nicht so doll aufzureißen. Ne? Ich glaube, die Leute haben alle schon mal einen Wagenheber gesehen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du ansonsten noch so verändert hast hier an der Karre. Ja, genau, kurzer. Ja, dann wollen wir noch ein extra Video machen, Pferd. Ja, super, ey. Ah, hau einfach rein. Ah, Handy. Jetzt gehen wir nicht auf die Sänger hier, ey. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Wagen aufgebockt ist und wenn wir den ganzen Scheiß einmal ranschmeißen und einstellen. So, Leute, der Wagen hier war ausgepackt. Der ist auch echt richtig super hier von GoOn. Das ist zu empfehlen auf jeden Fall. Es hat aber ganz komisch geknackt gerade. Ich traue dem ganzen Brat noch nicht so. Aber jetzt mal anlösen den ganzen Hein hier. So, Drehbindschlüssel und alles haben wir natürlich auch am Start. Der Kameramann kackt natürlich wieder komplett rein. Nein, Jules, du machst das super. Hier, Kameramann fährt einen richtig schicken M4. Da wird demnächst auch nochmal ein Video zu folgen, oder Julian? Bestimmt. Wie die Karre auf der Autobahn begeistert. Wo wir die Karre auf der Autobahn mal drin treten. Ja, das wollen die Leute nicht sehen. 250 abgeregelt. Ein Sattel. Das ist ein bisschen. Ja, aber da kommt mir auch noch ganz, ganz viel Content. Ja, genau. Es wird noch ganz wild, wird das hier noch mit der Karre. Das machst du echt total super. Ja, ne? Ja. Guck mal, wir haben ja so eine richtig schöne Nuss, damit die Felgen nicht zerkratzen. So Leute, wir haben auf jeden Fall schon die Felge ab. Die wunderschöne liegt hier. Und zwar, das sind jetzt aktuell die Spurplatten von Eiber, glaube ich, ne?
Genau, Eibach. Die 12 mm hast du eben auch schon gesagt. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abholen hier. Hier vorne sieht man auch schon, das Verstellgewinde vom Fahrwerk ist ein bisschen zerkratzt, weil wir unser improvisiertes Werkzeug hatten. Ja, wir waren ein bisschen am Kämpfen gewesen, aber ja, jetzt aber haben wir die Lösung. Genau. So, während Perz hier versucht, die Dinger irgendwie abzumachen, weil ich keinen Schraubenzieher, ja, nichts mit habe, können wir uns schon mal die neuen Spurplatten reinziehen. Wie gesagt, 13 habe ich da geholt, die von H&R. Teile gut achten, ne, damit das auch alles eingetragen werden kann, alles hier legal bleibt. Auch natürlich hier schön in schwarz. Brauchen wir erstmal eine nur. Hast du die andere schon ab? Na, ich jucke ja gerade ein bisschen hin und her. Ja, ich jucke da mal dran rum. Hier sind auf jeden Fall die 9. Schöne 13er. Ne? Ja, hier ist sie auch. Und, by the way, demnächst wird noch ganz wilder Content beim C63 kommen, weil die Karre wird mit dem Döschen lackiert, oder Per? Jo. Freust du dich ja schon drauf? Schön den Lachs hier mit dem Döschen lackieren, ne? Na, welche Farbe wird's denn? Welche Farbe wird's denn? Das, also eine Farbe steht schon fest, eine echt geile Farbe. Aber kommt wie gesagt aus dem Döschen, das wird eine ganz, ganz wilde Session noch, ne? Wollen wir vielleicht dieses Wochenende in Angriff nehmen? Wann das Video online kommt, kann ich noch nicht sagen, aber wird auf jeden Fall gemacht. So, hast du jetzt ab, ne? Ja, genau, die haben wir ab und was kann ich jetzt groß noch erzählen? Hier sauber machen, Pärchen. Sauber machen? Ja. Ich habe hier doch so ein Ding dabei hier, so eine schöne. Drahtbürstchen hier. Das bringt dir auch gar nichts. Ja, ein bisschen hier, ne? Ja, mach mal. Ein bisschen die Scheiben noch mit, ne? Ja. Ja. Dann zerkratzt jetzt mal schön den Bremssattel noch ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, ich schrubbe hier noch mal ein bisschen rum an der Narbe und dann hauen wir die ganzen Sachen mal drauf. So, wir versuchen jetzt hier auf jeden Fall das Ganze ein bisschen einzustellen, das Ganze ein bisschen runterzuschrauben, weil wir noch ungefähr 5 mm Restgewinde zum tüffigen Maß hatten. Tüffiges Maß war Radnabenmitte bis Kotflügeloberkante, da hier diese Kante hier, 34 mm und wir waren so bei 34,6, also haben wir dann noch ein bisschen Luft auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, wie viel? Also ich hatte jetzt gerade 1,5 Umdrehungen schon runtergeschraubt. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Wir machen erstmal, wie viel Umdrehungen? 1,5. Merkt ihr das? Mal auf der anderen Seite auf. Da auch, dann fahren wir eine Runde mit dem Spurplan, gucken uns das an. Das ist ja kompletter Schwachsinn, dass wir das 10.000 Mal wieder an- und wieder abbauen. Ja, wir messen jetzt einfach hier nach und dann, ja. Digga, schrauben wir ihn so weit runter, merken uns das. Hab ich doch gerade gesagt, dann müssen wir eine Runde fahren, bis es wieder setzt und dann nochmal nachgucken. Das setzt sich immer noch ein gutes Stück. Ja klar, aber wir brauchen mit der anderen Seite noch nicht anfangen. Erstmal eine Seite fertig machen, die auf die Höhe okay, bringt, weiß, und dann wissen, ich weiß, was du meinst. Also wenn es zu tief war, dann machen wir auf der anderen Seite ein bisschen weniger Umdrehung. Okay, alles klar. Da ist Per auf jeden Fall an einer smarten Lösung interessiert, ja, gewesen. Weil ich habe nicht so richtig Bock, hier 10.000 Mal das Auto hoch und runter. Also ich eigentlich schon. Ich finde das hier ganz geil. Wir sind hier auf irgendeinem, bei Golland sind wir hier. Da haben wir aber alles abgesprochen, dass wir hier ein bisschen schrauben dürfen, weil das hier eine recht ebene Fläche ist und das ist ja auch ganz wichtig, um das Ganze einzustellen, wenn du auf so einer schrägen Ebene das Wasser. Hier? Die Wasserwaage ist hier. Mal schön ausgemessen hier. Ja, genau, guck mal hier. Haben wir so ein dickes Ding. Das ist schön gerade hier, der Boden auf jeden Fall, damit wir es auch schön einstellen. Ich hoffe, der Boden beim TÜV ist dann auch gerade. Wird das schon. Ja, sonst wäre es kacke. Das ist alles geeicht. Gut, dann klatschen wir das Rad dran und guck mal, wie er da steht, ne? Sehr gut. So. Kannst du den Scheiß hier mal weg? Hast du was schon mal gemacht? Einen Reifen ran gemacht? Ja. Nee, das macht meine Freundin sonst immer. Ich kann sowas nicht. Und hast du mal geguckt, ob die Spurplatte jetzt auch genau richtig da ist? Weil weißt hier sind mehrere Leute. Sind die alle gleich? Oh, fuck. Digga, das hat jetzt zu passen, Alter. Ist mir voll egal. So, dann werden wir mal gucken, ob der jetzt schon gleich ein Stückchen weiter runterkommt hier. Jetzt müsste er eventuell ein bisschen mehr schwenken noch sein. Erstmal, ne? Jo. Hat sich gesetzt, oder? Ja, aber hat nicht viel gebracht. Ist immer noch hoch? Ja. Wollen wir messen? Komm, wir messen mal direkt. Jo. Ich hab den Zollstock hier direkt am Start. Na, wo ist er? Hier sind auch schön die alten Federn. Dass man einmal was braucht, ne? Ist das hier zufälligerweise ein Zollstock hier? Ja, das ist er. Ja. So, mal gucken. Super. Scheiße, Digga. Kacke, Mann. Na, was doch, ein bisschen.
Ja, ein bisschen kleiner runter. Der war bei 0,5, also nochmal das gleiche. Nochmal okay, anderthalb. So. Nochmal anderthalb. Perfekt. Jo. Dann also nochmal aufbocken und das gleiche nochmal. Jo, Abfahrt. So Leute, wir haben es ein bisschen später. Wir haben an der Vorderachse noch, glaube ich, eine Stunde lang rumgefriemelt. Zehnmal Reifen ab, wieder an, bis wir das richtige Master eingestellt bekommen haben, so richtig, dass es wirklich komplett perfekt dasteht. Weil das Vorderachse ist fertig, jetzt machen wir gerade die Hinterachse. Per ist hier schon am Machen. Spurplatte. Ja. Wird da gerade abgemacht und dann stellen wir auf jeden Fall die Hinterachse gleich nochmal ein. Ey. Sonne geht auch gefühlt gleich schon unter. Ja. So, und jetzt sind wir im Prinzip auch schon soweit durch. Hat ein bisschen länger gedauert. Hinten konnten wir tatsächlich nichts mehr dran verändern. Aber es war zum Glück schon gleichmäßig eingestellt, weil, ja, können wir es leider nicht mehr zeigen. Aber man kommt einfach nicht mit dem Schlüssel da dran, um das Gewinde zu verstellen. Aber ist definitiv in Ordnung so. Das Federbein ist halt mega im Weg. Ne? Man kann gar keine Umdrehung machen. Man kann auch Schale, alles Mögliche. Und die, aber das passt. Wir können ja mal so final zeigen, was wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier eine Höhe von 34,5. Ja, macht das jetzt Sinn? Du bist noch nicht wieder gefahren, damit du dich wieder setzt. Ja, genau. Aber ich will da auf jeden Fall auf der sicheren Nummer sein, weil nachher komme ich unter diese 34 cm und dann macht der TÜV nachher irgendwie Welle oder so. Ist ja auch unnötig. Ich denke mal, dadurch, wenn ich jetzt noch ein bisschen fahre, dann kommt er noch ein bisschen runter und auf diese 1-2 mm drauf geschissen. Das wird schon so in Ordnung sein. Komplett egal. Hauptsache ist alles eingetragen. Vorne sind wieder auch 13er Spurplatten jetzt drauf. Hier sind wir ein bisschen knapper unterwegs. Ich drehe uns sonst in die... Ja, warte. Hier sind wir ein bisschen knapper unterwegs. Hier sind wir bei, ich drehe den Zollstock einmal für die Kamera, ich glaube bei 34,2 oder so. Aber wenn sich das setzt, sind wir wahrscheinlich genau bei 34 Zentimeter. Von daher denke ich mal, haut das auf jeden Fall hin. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten kann ich vielleicht vor Ort beim TÜV das Ganze noch kurz wieder hochdrehen. Ne? Mit dem Spurplan bin ich auch soweit zufrieden. Das passt vom Fitting, denke ich mal. Ja, ist alles schön vor. Das Problem, dass er hinten ein bisschen geschliffen hat hier an dem Flap hier, sozusagen an dem eigentlichen Spritzschutz. Gerade so ein ganz bisschen an der Innenseite dran geschliffen, das sieht man hier auch noch. Aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, ein bisschen schmalere Spurplatten und jetzt sollte das hoffentlich doch passen. Genau. Ja, genau. Ansonsten und noch irgendwas? Bald kommt noch ein bisschen Content hier mit einem Döschen beim AMG. Ja. Da sprühen wir den mal eine Runde an. Ja, das wird auch mal ganz gespannt wild. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall noch dranbleiben, weil jetzt gibt es noch ein Carporn und ich würde sagen, ab dafür. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have.